Finger doch dran! Oh Gott, sind die aus! Sauber! So sieht das. Hallo, das ist hier schon an meinem Spenden. Ja, ja. So. Freunde, so sieht das Ganze dann aus. Wir haben einmal das Stiffneck angelegt. Meistens wird das Stiffneck in Kombination, beispielsweise. Thomas, reiß ihn zusammen, das springt uns ab! Das kann ich nicht sagen, weil das ist fachlich begrenzt, ja, nur richtig. Soll ich so losreden, Thomas? Freunde, und schon sind wir wieder im Rettungswagen im nächsten Adventskalendertürchen. Wir kommen raus, wir sind drin und wir freuen uns auf euch. Ich wollte dich erst fragen, wie sind wir, und dann dachte ich mir, das sagt so Psteling. Was? Das sagt sie nämlich immer. Als der Patient wieder so ein bisschen aufgeklärt ist und er plötzlich was von einem Geist erzählt hat, muss ich erstmal den Kollegen fragen, ob er auch das Wort Geist gehört hatte. Denn ja, das war, ist natürlich schon sehr speziell. Ich muss mich erstmal richten. Ich bin gar nicht hier oben. Das ist alles gut. Wie fühlt es sich an? Naja. Naja. Ja, ich kann jetzt sagen, gut. Beim Tragetuch ist es wichtig, dass man immer zu dritt ist. Drei Leute müssen tragen. Deswegen sind wir auch zu zweit. Okay. Deswegen. Beispielsweise kann man den Patienten vom Boden auf die Trage anheben oder von. Ja, das war. Beispielsweise. Nee, ich weiß was. Mikrofon an meinen Mund. Freunde, so sieht das aus. Wir haben immer Spaß hier am Drehen.